So, hier kommt meine erste Analyse zum Viertelfinale Green gegen Winnen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, los geht's. Dun, 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 dun. Green, 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 green is winning. Winning, sogar winning kommt davor. Weit mit 2 N. Also die grüne Farbe Bio passt halt zu seinem Namen. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Tochter habe. Ich weiß nicht, ich finde das nicht gut, keine Ahnung, ich finde es einfach nicht gut. Du wirst brandgebumst, du Wanderschlumpf mit dem Schwanz im Mund. Ah, brandgebumst, Wanderschlumpf, was auch immer ein Wanderschlumpf sein soll. Ja, Schwanz im Mund, keine Ahnung, verstehe ich noch irgendwo, aber der Rest, naja. Du bist mir nicht gewachsen wie meine dritte Brustwarze. Also an sich stimmt's ja, aber wie kommt ihr auf dritte Brustwarze? Ich verstehe das ja, ich verstehe es einfach nicht. Mann, warte. Ich muss kurz was machen. Es geht mir gerade so richtig auf den Sack. Kopfhörer kurz runter. Jetzt das Bandana rauf. Und jetzt die Kopfhörer aufsetzen. Ja, viel besser würde ich sagen. Hä? Okay, jetzt kann es weitergehen. Wer ist eigentlich die Frau da? Ist das Celine? Also Greens Schwester? Ich frag mich schon, wer das ist. So, ja, ist das Celine? Saukomutis Lappen. Ist das Selin? Zuerst Saukomutis Lappen und dann Sex mit Lappen. Wobei Sex mit Lappen kann ich halt schon eher nachvollziehen. Ah, bisher puncht die Runde nicht wirklich. Punch Arroganz. Ja. Ja. Rappt halt nicht immer komplett verständlich, ja. Ja, was soll ich sagen? Technisch scheiße, Flow ist okay, aber man wird vielleicht trotzdem gezwungen nachzusehen, ja. Das ist es halt. Und ja, Punchlines gibt es einfach nicht. Das einzig Gute ist halt das Video. Es ist einfach so.
Und wahrscheinlich auch das User Voting. Was war das vorhin für eine Wackelei? Ich muss mir das nochmal anhören. Ich mehr du Teich? Ich schaue mir das ganz kurz an. Ich muss kurz in die Beschreibung gucken. Dein Herz weint, zwei Qualis und ich habe schon mehr Likes als du. Der Vergleich, ich mehr, du Teich. Ach so. Aber trotzdem, es puncht einfach nicht, finde ich. Die Runde puncht nicht. Was war das vorhin? Weil ja, Anblick ist wie auf die Welt kotzen. Hey Green, kannst du bitte aufhören, das arme Mädchen zu schubsen? Boah, mich regt das im Video so auf, wie er sie schubst. Aber ehrlich, ist das Celine? Also Greens Schwester, Celine Denefle. Ach man, nervt's mich nicht. Sagmutis Aber die Hook ist schon musikalisch, aber trotzdem, nee. Es ist einfach nicht geil. Ja, ich weiß, das war unnötig, aber trotzdem. Verdient hat er den Like auf jeden Fall nicht. Ja, das war die Runde von Green und ganz ehrlich, ich bin einfach enttäuscht. Ah, DSDS. DS. Ja. Falls es jemand wusste, Greens Schwester ist bei DSDS aufgetreten. Also Celine. Aber ganz ehrlich, ich habe mir die ersten 30 Sekunden vom Video angesehen. Und es hat schon mehr Punchlines gegeben als in Greens kompletter Runde. So, ja, ich muss mir kurz überlegen, wie war Greens Video?
Ja. Ja, hier liegt der Hund begraben. Green leuchtet in roten Farben, wenn ich das Mannsweib schlage und als Pointe zum Untermalen zum Grabstein trage. Green sieht heute schwules Enkel, denn er wird als Trampelfahrt platt gemacht, bis er danach sagt, ich bin der Greenfleck. Und Sie sind? Steht das in der Beschreibung, wer das ist? Nein, scheinbar nicht. Und auch im Text steht scheinbar nicht. Keine Ahnung. Wer ist der Typ? Er hat einen geileren Flow als Winnen. Das ist gut, dass Winnen ihn eingeladen hat, weil das bringt Flowpunkte für Winnen. Nice. Geht es dir extrem beschissen, das ist wie dein Name. Du hast hier ein E zu viel geschmissen. Gute Reime nie gerissen, sagt, dass er keine Zeit hätte. Doch selbst in der Hall of Shame gab's eine bessere Reinkette. Scheiß wacke Texte, willst den Sack boxen, trotz Bodenkrebs. Anders kann man sich nicht wehren, wenn man grüne Hosen trägt. Ich kann's mir nicht erklären, doch du erinnerst mich an Tarzan. Brauche kein Gewehrkille mit Pinsel, der Ja, die Grünflächenlein habe ich auch erst jetzt gecheckt. Ja, also, jetzt kommt die Bewertung. Ja, also Green und Winnen. Fürs Video bekommen beide 16 Punkte. 16 zu 16. Also ein 1 zu 1. Also ja, ich bewerte 2013 und 2014. Ja, Punchlines. Green 6 Punchline-Punkte. Winnen. Ja. So, da habe ich viel mehr gesehen. Also Winnen kriegt 14. Also 0 zu 2. Ja. Technik. Boah, Greens Technik war jetzt so richtig Schrott. 6 Punkte. Ja, Winnen kriegt technisch 8 Punkte. Also 1 zu 4. Flow. Ja, Green hätte sicher mehr Flow-Punkte, wenn man ihn verstehen würde. Ich gebe ihm nur 8. So, 34. Winning kriegt ebenfalls 8 Punkte. 46, also bei Flow gibt es ein 1 zu 1. 2 zu 5. Und extra Punkte. Ja, das sage ich gleich. 2 zu 6. Green hat einfach nur das Video und das ist musikalisch. Also, ich gebe Green einfach mal 8 extra Punkte. 8 extra Punkte. Ich bin gnädig. Und Winnen kriegt. Ja, von Winnen. Er hätte mir über Selin sagen können und DSDS 12 Extrapunkte. 58, 2 zu 6. Und ja, da das User Voting an Green geht, das weiß eh jeder. 3 zu 6, ja. Und den Prozentsatz schauen wir uns dann von Julian an. Also ja, Analyse!
Dun, 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 dun. Die erste Viertelfinalrunde Green gegen Winnen steht an. Die Videos. Da tun sich die beiden nicht wirklich viel, dass sie gleichermaßen hochprofessionell aus vom Drehaufwand, vom Schnitt, der Nachbearbeitung, Location und allem eigentlich. Greens wirkt mit den Slow-Mos und Zwischenszenen gegen die ausschließlich performancebasierten Szenen von Winnen etwas runter im Gesamtbild. Aber ansonsten ist das sehr ausgeglichen. 18 Punkte für Green und 17 Punkte für Winnen. Die. Ja. Punchlines. Um das wirklich einigermaßen gut beurteilen zu können, habe ich in dieser Runde einfach mal Punchlines gezählt. Brauchbaren Lines gebe ich einen und guten 2 Punkte. Alles andere zählt als 0 Punkte. Ich bin bei Green gerade mal auf 6 Punchlines gekommen, die als solche zu identifizieren sind. Alles andere war so, naja, er hat es versucht. Green hat mal wieder seine musikalischen Qualitäten unter Beweis gestellt, aber redet unheimlich viel Blödsinn in seiner Runde. Solche Sachen wie aus SML Saugmuttis Lappen zu machen, ist irgendwie Grundschulgefronte, von wegen, du bist doof. Oder das hier zum Beispiel. Es geht jetzt zu weit, doch du wirst brandgebumst, du Wanderschlumpf, mit dem Schwanz im Mund tanzt du rum. Du Wanderschlumpf wirst brandgebumst. Das klingt schon irgendwie cool und ist auch irgendwo ganz witzig. Aber damit kann man nicht mal einen Dreijährigen. Ja. Das ist Kuschel-Battle-Rap. Er hat zudem auch Lines, die grundsätzlich ganz gut gedacht sind, aber eher suboptimal umgesetzt wurden. Du machst dann auf Sturm, willst wie verrückt, Palmen wedeln nach dem Ding, hier willst du zurück in dein altes Leben. Er bezieht sich auf die Ruhe vor dem Sturm, welches Winnen in seiner Qualifikation von mir reingeschnitten hat, und sagt, dass er Palmen wedelt im Sinne von Schwänze wichsen und Palmen, die im Sturm wehen. Der Grundgedanke ist okay, aber der Punch kommt einfach nicht. Man muss Sinn auch gut verpacken können. Okay, beim Palme wedeln, da habe ich halt nur ans Wichsen gedacht, ja. Einen Aha-Effekt beim Zuhörer rausholen. Dieses Ha, er hat ihn gefickt. Das fehlt bei Green leider völlig und die Lines plätschern nur so vor sich hin. Von seinen Punchlines waren 6 Standard, leider keine, die richtig geflasht hat, und da bin ich schon sehr gnädig. Die meiste Zeit bleibt es bei Punchline-Ansätzen bei Green. Er ist nun mal kein geübter Battle-Rapper, sondern in erster Linie Musiker. Macht 6 Punkte für Green bei Punchlines. Bei Winnen sieht das etwas anders aus, da habe ich 10 brauchbare Punchlines gefunden. Er hat ihn in der Hinsicht ziemlich weggehauen. Ja, und Winnens Runde dauert keine 3 Minuten. Winnen verschenkt aber leider Potenzial. Zum Beispiel erwähnt er zwar die SDS, aber da hätte man sehr viel mehr drauf rumreiten können, weil die Schwester von Green vor ein paar Jahren bei die SDS dabei war und ein schweres Herzleiden hat, welches RTL natürlich schön ausgeschlachtet. Ach, RTL, ihr seid solche Hurensöhne, ganz ehrlich, ich hasse RTL. Ganz ehrlich. Facecam mache ich jetzt extra groß. Das geht an RTL. Ich drücke auf die Facecam. Hallo, Facecam, wieder. Die Schwester hätte ich an Winnen Stelle gleich mit einem halben 16er mitvernichtet. Da hätte man so viel bringen können über Herzschrittmacher. Oder zum Beispiel, wie nennen sie ihre Live-Show, hä? Die Mitleidstour? Oder wo tritt sie auf? Bei ein halbes Herz für Kinder? Ich weiß nicht, ob Winnen das überhaupt klar war oder ob er für solche Dinge zu lieb ist. Aber das ist Battle und nicht ernst gemeint. Da darf man ruhig echt miese und asoziale Sachen sagen. Danach ist trotzdem alles cool und man gibt sich die Hand. Winnen hat gute Punchlines gebracht, aber die Angriffsfläche leider nicht voll ausgenutzt. Von den 10 Punchlines schätze ich 3 gut ein und 7 waren ganz okay. Aber schön, dass es Selin heute gut geht, besser geht. 13 Punkte bei Punchlines für Winnen. Der Flow. Green hat wieder schöne Abwechslung drin. Hier und da Gesangsunterstützung und er hat halt seinen eigenen Style. Ohne Text ist man aber wieder ein bisschen aufgeschmissen an manchen Stellen und kann den Inhalt nicht ganz identifizieren. Trotzdem 9 Punkte bei Flow. Winnen hat hier einen Orden. Boah, das ist ja richtig gnädig von Julian, die 9 Punkte. Einen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zu seiner Qualifikation. Das klingt viel abwechslungsreicher, nicht so unspektakulär und einfach gut, was er hier abgeliefert hat. Außerdem ist alles sehr viel deutlicher als bei Green. 8 Punkte bei Flow. Die Technik auch hier. Er hat Winnen die Nase vorn. Green. Ja, also die 8 Punkte kann ich eh verstehen, aber wie Julian ihn gerade gelobt hat und ihn trotzdem weniger Punkte gibt als Green. Reimt sich teilweise einen Quatsch zusammen.
das ist schon nicht mehr feierlich. Geht mir auf den Sack, sperrst dann auch noch Julien ein mit dir allein im Zimmer, was kein grausamer Schwuler sein. Ihr beide auf einem Fleck, ich werfe einen Felsbrocken, ihr das habt doch euer Anblick, ist wie auf die Welt kotzen. Ihr beide auf einem Fleck, ich werf einen Felsbrocken, ihr das Handtuch, euer Anblick ist wie auf die Welt kotzen. Richtig Schrott. Ernsthaft, Green? Wirklich? So etwas willst du in eine Zeile packen? Ich meine, Felsbrocken und Weltkotzen könnte ich ja akzeptieren. Aber das ist ziemlich wacke, hingezweckte Gammelscheiße in diesem Kontext. Ich kann auch ganze Sätze reimen, wenn es keinen oder wenig Sinn ergeben soll. Das ist keine Kunst. Er hat versucht, irgendwie zu reimen und ganze Sätze konstruiert, damit der Reim einigermaßen passt. Aber dabei kommt oft Blödsinn raus. Egal ob Doppelreim oder nicht, das ist ziemlich schwach. Hier noch ein Beispiel. Meine Schläge schneller als das Herz von einem Kolibri. Auch der Pfeil und Bogen schießt, für dich gibt es Bodenspieß. Die Reime sind zwar sauber von der Ausführung, aber einfach Quatsch und nichtssagend im Zusammenhang. Wow, er schlägt schnell, nimmt sich Pfeil und Bogen und schießt auf seinen Hoden? Was soll das sein, eine Punchline oder eine Streicheleinheit? So etwas geht schon in Richtung Kinderkram statt ernst zu nehmen im Rap. Mag sein, dass er das witzig meint, aber um es mal im Stil von Green zu sagen, dein Anblick ist wie Hauptsache reimt sich. 5 Punkte bei Technik. Winnen ist wieder absolut solide bis gut, was Technik angeht. Hin und wieder lässt er mal den Doppelreim weg, aber er bringt auch Punchlines, die treffen, wo das manchmal unumgänglich ist. Ich sehe auch hier eine Steigerung zu seiner Qualifikation. Der hat sich in dieser Runde echt einen zusammengeflext und sich in jeder Hinsicht gesteigert. 8 Punkte bei Technik. Extra Punkte. Green ist Musiker, kein Battle-Rapper und hat seinen ganz eigenen Sound, aber auch ein paar starke Defizite. Ich habe seine Qualifikation zwar mehr gefeiert, aber auch hier ist wieder ein ziemlich cooler Song rausgekommen, wenn man nicht so doll auf den Text achtet. Winnen hat hier Battle Rap abgeliefert und Green in der Hinsicht auch nass gemacht. Ich konnte einige Lines echt feiern. Er hat einen extrem coolen Beat gepickt und ja, die Hook ist halt irgendwie Standard. Nichts Besonderes. Insgesamt hat er sich gesteigert und Green vernichtend geschlagen. Ich gebe Winnen 12 und Green 10 Punkte obendrauf. Macht von meiner Seite aus einen eindeutigen Sieg für Winnen. Mal gucken, wie ihr euch entschieden habt. Ihr habt das etwas anders. 14 zu 19, wie gesagt. Green hat gewonnen im User Voting. Ja, 14 zu 19. Ja. Also 42 plus 19. Ja, also Winnen ist Sieger, in meinen Augen, ja. Aber beide haben sich von der Quali ja verschlechtert, meiner Meinung nach. Aber ja, Battle, jetzt kommen halt die Battles, ja. Und der Direktvergleich kommt halt auch, da kann es halt sein, dass man halt schlechter wird als in den Qualis, ist klar. Sich für den Song entschieden haben, der sich für sie am besten angehört hat. Und Green geht nun mal eher in Richtung Pop, also ist das keine Überraschung, dass er die bessere Bewertung bekommen hat. 19 Punkte für Green und für... Weil an sich, eigentlich fand ich Winnens Viertelfinalrunde besser als seine Qualifikation. Ja, eigentlich. Naja, bei Green finde ich schon, dass er sich verschlechtert hat. 10 Punkte für Winnen. Winnen gewinnt durch seine klare Überlegenheit bei Technik sowie Punchlines trotzdem 72 zu 67 und ist damit im Halbfinale. Ihr könnt dann jetzt damit anfangen, in den Kommentaren rumzuheulen und zu haten, weil ich ja ach so unfair bewerte. Viel Spaß. Na, da bin ich gemeiner. Bei Winnen kann ich Julien auf jeden Fall zustimmen und Green würde ich noch weniger Punkte geben, ja. Dabei. Morgen gibt es Big B.I.G. gegen Gay Butters in der Hall of Shame und nächstes Wochen habe ich schon drauf reagiert. Im JBB Ahmed gegen SpongeBoss. Ja, was soll ich sagen? Winnen ist verdient weitergekommen. Ja. Ciao.